Hallo, heute gibt es ein neues Video zu CryEngine und heute zeige ich euch, wie es hier die CryEngine 5.4 Vorversion, also diese Preview-Version, runterladen könnt. Die kann man jetzt halt hier nicht über standardmäßig über den Launcher hier installieren, wie man sonst hier mal kennt, auf Engine drücken und dann installieren, das geht nicht. Und man kann hier auch jetzt halt kein neues Level erstellen, aber man kann da drin dann schon arbeiten, man kann die Assets von Game SDK kann man rüberschieben und dann geht das schon. Genau, man kann, wenn man es hier drin ist, das ist das Einfachste, kann man einfach hier jetzt halt auf dieses CryEngine 5.4 Preview gehen und hier gibt es einfach einen Link hier zu GitHub. Kann man einfach hinklicken, dann kommt man hierher. Und wir brauchen hier das oberste, dieses CryEngine Release 5.4.083 PC. Genau, das ist eine ZIP-Datei, die können wir einfach entpacken. Ich habe sie in meinen Installationsordner von den anderen CryEngine-Sachen entpackt und dann ist die hier. Das ist also die neue Version und die kann man dann halt schon starten und verwenden, ganz genau wie die anderen auch, einfach hier reingehen und den Sandbox-Anwendung suchen. Genau, ich will jetzt aber noch ein paar Sets reinhauen. Da können wir einfach hier von Game SDK hingehen und diese Assets-Ordner können wir kopieren und hier einfügen. Als nächstes müssen wir hier bei System etwas einfügen und zwar sys game folder assets, also dass da von die Assets kommen und ja der Spielordner halt da drinnen ist. Dann werden auch die Dinger, wie heißt hier nochmal, die Levels, was man schon mal vorher erstellt hat, erkannt. Das ist auch wichtig, man kann da irgendwie nicht, wenn man es jetzt blank hat, ein neues Level erstellen. Ich hatte da meine Probleme. Aber so geht das. Das können wir einfach hier auf Bin klicken, Linux 64 und starten. So, wenn man dann halt da drin ist, kann man es halt hier auf entweder hier auf Open gehen und ein Level laden. Hier haben wir zum Beispiel Woodland. Und dann wird es geladen. Man kann aber leider nicht spawnen. Genau, das geht nicht, aber man kann es hier schon so an sich betreten. Man kann dann halt auch natürlich die anderweitig halt erforschen, was alles geht. Da gibt es halt ein paar neue Sachen, die werde ich aber vorstellen, wenn die dann halt wirklich rauskommt und alles final ist. Genau, wenn wir jetzt ein neues Level erstellen wollen, dann kann man jetzt halt hier Create New Level, kann man hier einfach nur klicken und dann werden hier die Levels angezeigt. Das ist wichtig, weil sonst wird einfach nur der ganz normale Ordner angezeigt. Und zwar der hier. Also nur von hier bis hier diese Ordner werden angezeigt. Man kann nicht kein Level erstellen. Man braucht anscheinend ein Level schon im Vorfeld, um ein neues erstellen zu können. Zumindest in dieser Version. Das heißt, wir können hier draufklicken. Ich habe das schon hier erstellt, eins. Und können auf Save. Da wird halt nochmal gefragt, ob man das überschreiben will. Macht man ja und deshalb hat man hier wieder die Einstellungen, um ein neues Level zu erstellen. Hier kann man natürlich alles ganz normal wieder einstellen. Auch die Texturgröße und alles Mögliche und kann ein neues Level erstellen. Und dann ist man hier drin. Und hat hier ein neues Level und kann alles testen. Man kann hier leider nicht spawnen, aber vielleicht liegt es nur an mir, an meinem Game SDK Sachen, was ich da rum geschrieben habe. Auf alle Fälle kann man da auf alle Fälle schon mal rumtesten, was alles geht. Ist ja nur eine Preview, also ist jetzt halt schon noch mit Bugs und so weiter, könnten da noch enthalten sein, bis es dann halt rauskommt,
wird das auch mit dem neuen Sachen einfügen und so weiter nicht mehr vorhanden sein, sondern man kann es wieder ganz normal erstellen und dann findet man hier halt auch ganz viele neue Sachen, ein anderes Layout, neuen Graphen und so weiter. Man kann halt hier irgendwas Neues erstellen. Was wahrscheinlich noch nichts drinnen. Okay. Da kann man einfach rumprobieren und schauen, was es Neues gibt und was man da so noch machen kann, wenn man es noch nicht abwarten kann, bis es rauskommt. Genau das war es ja schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen und bis zum nächsten Mal.